ist hier extrem viel Platz und Gillespie kommt. Und da haben wir schon so ein bisschen gesehen, was ihn damit ausmacht. Stelle. Und gegen Jallo ihren zweiten Point Guard bringen, diesen jungen spanischen Wunderknaben. Weil das dann wieder eine ganz andere Spielweise ist. Aber erst einmal hier gut durchgesteckt, Rubit auf. Wir verzeihen heute viel. Also wir wollen natürlich zum Auftakt an einem ersten Spieltag erst einmal uns einen Überblick verschaffen. Und Mobley ist down. Wieder Gillespie mit dem Block. Dann Gillespie. Vertrag mit den Münchnern verlängert. War ein sehr konstanter Spieler in der vergangenen Saison. Und dann hier Turnover. Jaramas. Aktion von Andy Obst aus der Distanz und Corey Walden. Guter Rebound bei den Münchern, dieser Othello Hunter. Da waren vielleicht manche doch ein bisschen überrascht. Da sehen wir, wie schwierig es ist, ihn da auszuboxen. Das ja. Cassius Winston kann auch zum Korb ziehen. Berlin da ablöst als vermeintlichen Serienmeister. Gillespie. Flüssig gespielt werden, das ist zu diesem Zeitpunkt kaum möglich. Ganz simpel. Jaramas. Gut. Schönes Anspiel. Zwei Mann auf sich gezogen, abrollenden Spieler gefunden. Schmeißen sie den Ball trotzdem. Wir gehen noch mal dieses Abrollen und dann. Es ist kein x-beliebiger 18-Jähriger. Kontakt ist da. Foul ist da. Korb zählt. Cassius Winston und dann sehen wir das Foul von Zugic und ich denke, das geht in Ordnung, dieser Pfiff. Obst lauert hinter der Dreierlinie. Winston wohl überlegt, wohl dosierter Leistungsunterschied und Cassius Winston ist tatsächlich derjenige, der hier. Weiler Bepp mit deutschem Pass fällt jetzt also nicht mehr in diese Fraktion der Importspieler und Gillespie.